So, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Celeste. Beim letzten Mal haben wir einen Fahrstuhl aufgeräumt, ein Hotel aufgeräumt, eher gesagt. Und dieses Mal werden wir zu unserem versprochenen Zimmer gehen. Oh, aber Theo ist hier scheinbar noch im Lüftungsschacht unterwegs. Mit verkehrterem Bild. Mann, ist das ein Labyrinth hier. Wie läuft's mit El Gruseligo? Ich habe ihm geholfen, Ordnung ins Chaos zu bringen, aber er war ein Idiot. Und er glaubt immer noch, dass er mich überzeugen kann, hier zu bleiben. Zombie, jetzt mal im Ernst. Mein Radar für schlechte Ideen schlägt Alarm, wenn ich das höre. Du solltest echt abhauen. Wenn ich jetzt verschwinde, könnte er Oshiro zusammenbrechen. Und vielleicht kann ich tatsächlich etwas Gutes tun. Wenigstens einmal. Vergiss dein Karma, Mädel. Ich glaube, der Typ wird so oder so zusammenbrechen. Du musst jetzt an deine eigene Sicherheit denken. Theo, ich krieg das hin. Ja, ja. Ich habe ja nicht erwartet, dass du auf mich hörst. Wir sehen uns draußen, Knastvogel. Okay. Können wir nochmal hier ein bisschen ins Gewissen reden, der Theo? Aber nein, wir helfen dem verrückten Geister-Hotel-Opa, der die Wand hinter mir geschlossen hat. Ja! Gerade so noch überlebt. Okay. First try den Raum. Perfekt. Das ist eine Erdbeere. Oh, nein! Verdammt. So knapp! So knapp! Da habe ich die ultimativen Moves hier abgezogen und dann verkacke ich's. Aua. Jetzt schaffe ich's gar nicht mehr. Okay, wir holen uns aber da die Erdbeere. Ich hoffe, der Ton ist nicht zu laut, aber eigentlich habe ich es ein bisschen leiser gestellt. Nach einer Folge, die ein bisschen lauter war. Aber sonst habt ihr funkige, fetzige Geisterhotel-Musik. Da kann sich doch niemand beschweren. Seit wann dash ich denn so weit? Dash auf einmal so einen Kilometer. Oh Gott. First try funktioniert alles und dann... Ab dann ist es die Hölle. Ich schaffe alles nur einmal. Das ist meine geheime Fähigkeit. Ich kann Sachen nur einmal gut. Da! Ja! Ich hab's geschafft. Oh Gott. Ja, ja, ja! Danke. Wir haben eine Erdbeere für uns gewonnen. So. Zack, zack, zack. Okay. Sind hier durch. Da ist unser Hotel bestimmt. Das war's, Oshiro. Deine letzte Chance. Du hast alles verunst. Einen Gast deine Unordnung aufräumen lassen. Nie und immer wird sie bleiben. Nein, sie ist immer noch hier. Es gibt noch eine Chance. Der Präsidentensuit ist der Schlüssel. Sie wird beeindruckt sein. Reiß dich zusammen, Oshiro. Bitte schön, Fräulein Zombie. Folgen Sie mir geschwind. Wir sind gleich da. Also sind das alles deine negativen Gedanken. Aha. Wie komme ich an die Erdbeere am besten? Gut, dass ich einen Cut gemacht habe. Ich dachte, das Hotel wäre echt schneller vorbei. Gottchen. Wie kann man ein... Warte. Ich habe die Idee. Wir gehen runter, wir halten uns da fest, wir hüpfen und zack. Und dann haben wir schon die Erdbeere. Und das müssen wir jetzt nur noch überleben. So. Ach Gottchen, ich aktiviere ja da den Schmodder. Okay. Ich muss möglichst wenig Schmodder da erschaffen. Ah! Nee. Ich möchte möglichst am Rand landen. Nein, warum hüpfe ich denn genau, wenn das Ding zurückkommt? So nah am Sieg. Und dann verkacke ich selber einfach. So, okay, jetzt kann mich nichts mehr stoppen. Muss nur warten, bis er rüber... Und dann hüpfe ich wieder zu kurz. Ich habe es doch gerade geschafft, schön weit zu springen. ist fast so, als wäre das Spiel schwer. So. Nein! Hör doch auf, da rein zu dashen. Nicht in die Erdbeermasse rein dashen. Die ist böse.
So. Ja. Okay. Warum? Ich habe aus Panik einfach nur springen gemasht. Egal, wir haben es einmal geschafft. Jetzt ist es einfach. Jetzt schaffen wir es jedes Mal. Denn Übung macht den Meister. Da. Was habe ich gesagt? So. Jetzt einen neuen Dash geholt und zack. Ja. Eine Erdbeere für mich. Ah, ich bin an der Decke hängen geblieben. Nur die Decke ist schuld. So. Oh Gott, diese Dinger, die da schnell hin und her gehen, sind aber dann doch eine Blockade. Die langsam gehen ja sogar, da kann ich ja einfach chillig drum ausweichen. Ah, okay, da ist aber schon der Schlüssel. Wenn ich auf der richtigen Höhe dasche, kann ich einfach sogar da auf die Platte dashen. Ja. Auf der richtigen Höhe zu dashen ist aber nicht so einfach, wie es sich ausspricht. Dann mache ich lieber doch so. So. Schlüssel. Sehr offensichtliches Geheimnis. Aua. Habe ich den Schlüssel jetzt jedes Mal dabei? Ja. Ach so, dann einfach runter. Und da hoch. Hey! Davon will ich auf jeden Fall die B-Seite machen. Danke. Und zurück. Wie einfach die jetzt versteckt war. Es ist Herr Oshiros Tagebuch. Der letzte Eintrag scheint Jahrzehnte alt zu sein. Ab heute ist das Hotel offiziell geschlossen. Charlotte hat auf das Personal eine Charlotte hat für das Personal eine Abschiedswanderung auf dem Berg organisiert. Die meisten von uns haben den Gipfel noch nie gesehen. Es schien mir ein passender Abschied zu sein, aber als es soweit war, konnte ich es nicht ertragen zu gehen, ohne mich ein letztes Mal umzusehen. Ich sagte ihnen, sie sollen ohne mich starten. Ich werde sie bald einholen, nachdem ich nochmal überprüft habe, ob alles in Ordnung ist. Ich kann einfach nicht glauben, dass meine Zeit hier vorbei ist. Was soll ich jetzt tun? Vielleicht bleibe ich eine letzte Nacht, damit das Hotel und ich uns richtig verabschieden können. Ja, oder ein paar letzte 1000 Nächte, weil du ein Geist bist. Was? Ich bin ein Geist? Was ist das denn hier? Oh, hallo. Okay. Wir haben hier die Gruselkammer der Erdbeeren scheinbar gefunden. Kenne ich die Räume? Ja, da habe ich ganz am Anfang einen Schlüssel geholt. Oh. Okay. Aber die Erdbeere habe ich nur. Zwei Erdbeeren. Oh, Mama Mia. Wie hole ich die? Oh, ich spawn sogar hier. Die Spawnpunkte sind so nett in dem Spiel. Man hätte mich halt auch am Rand von dem Level spawnen lassen können und dann wäre es halt super eklig geworden, aber nein. So. Okay, eine Erdbeere haben wir. Okay, ich sollte schon hochdashen. Machen wir es, wenn er... Nein, machen wir es so nach rechts. Genau. Zack. Wie komme ich jetzt da durch? Oh Gott, warum? Ich dachte, man kann sich unendlich festhalten. Vielleicht nicht mit Erdbeeren. Erdbeeren sind schwer. Daran wird es liegen. Ich brauche keine Dashes, ich will hier nur raus. Danke. So. Den Raum hier kennen wir auch? Scheinbar. Okay, haben wir das auch. Und jetzt können wir mit dem Schlüssel zu unserer Präsidentensuite endlich. Zack, 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 zack. Weiter. Das Hotelgebiet war echt lang. So. Warum sind hier Wege, die man nicht lang gehen muss? Nee, so weit komme ich dann doch nicht. Bitte einmal hier durch, bitte einmal da oben lang. Bitte einmal... Ah, wir sollen da reinfallen. Dann hier unten lang dashen. Dann da rüber und runter rutschen. Da hochklettern. Da über den Blob hüpfen. Da rein schräg hoch, schräg hoch, schräg hoch. Und die Musik hört auf. Wir haben es vollbracht. Ah, das ist aber ein schönes Zimmer. Hier sind wir, unsere preisgekrönte Präsidentensuite. Wahrlich, es ist die perfekte Definition von rustikalem Luxus. Ich werde zurücktreten und Ihnen erlauben, Ihre majestätische Größe zu genießen.
Ich verstehe, es kann überwältigend sein. Ich kann verstehen, es kann überwältigend sein. Übersetzungsfehler passieren manchmal. Sehe ich jetzt wieder einen bösen Geist vor mir im Spiegel? Und, wie gefällt sie Ihnen? Sie ist wunderschön. Die Möbel sehen teuer aus. Sie ist sehr geräumig. Die Farben sind elegant. Ich sehe, dass Sie sehr viel Arbeit reingesteckt haben. Ich wusste, dass Sie beeindruckt sein würden. Ja. Und wie komme ich jetzt von hier aus aufs Dach? Gott, Blödmann, du verlierst sie. Oh, das hätte ich fast vergessen. Geschätzte Gäste wie Sie dürfen in unseren besten Unterkünften natürlich zum halben Preis bleiben. Ich will hier aber nicht bleiben. Bitte, Fräulein Zombie, bleiben Sie. Herr Shiro, ich habe schon... Jetzt rede ich schon als... Herr Shiro, ich habe schon viel zu viel Zeit verloren. Zombie, Liebling, vergiss diesen Loser. Loser? Sie machen sich was vor, alter Mann. Dieses Resort ist eine Müllhalde. Niemand würde hier jemals bleiben wollen. Mein Hals ist so kratzig. Irgendwer musste es Ihnen einfach mal sagen. Das hat sie nicht so gemeint. Ich habe noch viel zu tun. Bitte gehen Sie, Fräulein Zombie. Komm schon, Fräulein Zombie, du hast doch gehört, was der Mann gesagt hat. Wo wärst du ohne mich? Nein, ich bleib hier. Wie konnte sie mein schönes Hotel nur als Müllhalde bezeichnen? Wie kann sie es wagen, dich so zu beleidigen? Was, wenn sie recht hat? Natürlich hat sie recht. Du konntest ohne ihre Hilfe nicht einmal aufräumen. Ich habe es versucht. Ich tue mein Bestes. Und ein Zombie wollte nur helfen. Aber warum war sie so gemein? Wie kann sie es wagen, dich so zu beleidigen? Sind sie zufrieden? Was, wenn sie recht hat? Natürlich hat sie recht. Du konntest ohne ihre Hilfe nicht einmal... Nein, ich will nicht, dass der traurig ist. Kann ich... Da, ich geh schlafen. Oh, das Bett ist so gemütlich. Ich habe noch nie so gut geschlafen. Ja, ich weiß, dass du dein Bestes gibst. Warum hast du auch einen Spiegel hier drin? Okay. Ich dachte, wir würden ihn nie loswerden. Du schuldest mir was. Setz es auf die Liste. Lass mich in Ruhe. Ich dachte, du wärst so entschlossen, den Gipfel zu besteigen. Und jetzt bist du plötzlich Therapeut von einem komischen Kauz? Warum haust du nicht ab? Fräulein Zombie, bevor Sie gehen, ich muss noch eine Frage stellen. Warum waren Sie so nett zu mir, nur um wegzulaufen? Was habe ich falsch gemacht? Oh Mann, jetzt hör aber auf. Kapierst du es immer noch nicht? Sie hilft Menschen nur, um ihr verdrehtes Ego zu füttern. Du warst ihr nie wichtig. Halt's Maul. Sollte nur helfen. Ihr seid beide erbärmlich. Erbärmlich? Sie sind nur gekommen, um mich zu demütigen. Ich werde nicht weiter zu ihren Füßen kriechen. Ach Mann, ich wollte doch nur nett sein. Ah! Ich hab doch gesagt, es hat nichts Gutes gemeint, zu netten Geistern zu sein. Weißt du, jetzt kommt hier so ein Horrorgeist, der mich aufessen will die ganze Zeit. Und ich darf hier weglaufen. Toll. So. Zack. Ich kann gar nicht rückwärts gehen. Den brauche ich. Aua. Hilfe. Fluchtsequenz hier vor dem netten Hotelmann. Zack. Huh. Wie komme ich zu der Erdbeere? Serious Question. Er ist gar nicht so das Problem. Ich muss ja nur rechtzeitig dashen. Wie komme ich zu der Erdbeere? Ich will die Erdbeere. Ja. Da ist ein Trampolin unten. Vielleicht ist... Also sollte mich eigentlich nicht so hoch bouncen, dass ich dahin komme, wo ich hin möchte. Na, gucken wir mal.
Ah, ich kann auf seinen Kopf hüpfen. Ah. Das macht es natürlich einfacher. Just. Oh Gott, das will. Jetzt muss ich von seinem Kopf abhüpfen einfach. Zack, 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 zack. Wodurch wird sein Dash beeinflusst? Manchmal braucht er 5 Minuten und manchmal macht er es instant. Ach, ich krieg einen Dash zurück, wenn ich seinen Kopf treffe, wenn ich es richtig gesehen habe. Dann muss ich nochmal dashen. Machen wir es so, dass ich direkt da dashe, oder? Schaffe ich das vom Timing her? Ich weiß es nicht. Schauen wir mal. Muss nur schneller sein. Nicht zu sehr hetzen, Zombie. So. Zack, zack, zack. Gott, das ist dumm vom Timing her. Gott, ist das dumm vom Timing her. Ich wiederhole das jetzt so lange, bis ich den Kopf treffe. Wieso war der Dash so mikro? Jetzt schaffe ich es dann endlich nach 5 Minuten seinen Kopf zu treffen und dann habe ich so einen Mini-Dash. Wahrscheinlich, weil die Decke da war. Ja. So und so. Das war ja recht relativ easy. Besonders, warum nimmt ihr mein böses Ich als wahr, als meine Worte? Das ist nicht nett. Wenn du es wusstest, Herr Oshiro. Mein böses Ich ist sich nämlich nur da, um Leute zu mobben. So, da wollen wir lang, dann nicht da lang. Oh. Aus Versehen in einen Stachel hinein. Zack. Nope. Wenn man seinen Kopf nutzt, kann man hier bestimmt richtig schnell unterwegs sein. Immer schon wieder in denselben dummen Schleim. So. Weil ich erst ein kleines Stück fallen muss, bevor ich dasche. Ich hatte Angst, in ihn reinzuspringen mit dem Trampolin. So. Nein. Diesmal machen wir die Verfolgung fertig im Video. Oh, festgehalten. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorry. Ich habe einen wichtigen Termin. So. Ob es da oben was gibt? Ich glaube nicht. So, die Erdbeere gönne ich mir aber. Ich klaue alle ihre Erdbeeren hier, Oshiro. Selber schuld, wenn sie so gemein zu mir sind. So. Das war schnell. Wenn er sich auf einmal entscheidet, dreimal so schnell seinen Angriff zu machen. Warum dash ich in die rote Grütze rein? Was? Ich habe dem nie einen Namen gegeben. Geisterschleim. Nein. Ah. Komm schon. Ich glaub mal mit. So. Okay, gehen wir halt irgendwo lang. So. Da müssen wir oben lang. Da will ich die Erdbeere holen. Da gehen wir oben drüber. Oben drüber. Gucken. Kein Bock auf böse Geisterangriffe. Gerade so oben drüber ausgewichen. Und weg von dem Bildschirm. Oshiro, stopp! Ich wollte nur helfen! Sie ist selber zurückverwandelt gerade. Ich habe beschlossen, das Hotel wegen Reparaturarbeiten zu schließen. Die Rohrleitungen im zweiten Stock sind undicht. Die Bibliothek ist ein absolutes Chaos. Ganz zu schweigen von dem Loch in der Decke der Präsidenten-Suit. Bitte, lassen Sie mich einfach in Ruhe. Ich durfte nicht zurückgehen. Ich wäre nach links gegangen. Ich hätte mich weiter mit ihm auseinandergesetzt.
Checkout habe ich als Achievement bekommen. Kapitel abgeschlossen. Hey. Tschüss, Herr Oshiro. Sehr, sehr nices Hotel haben Sie. Na? 25. Oh, 4 Erdbeeren verpasst. Wenn die aus dem Pixelspiel zählen, dann wären es 2 zumindest davon. Okay. Als nächstes kommt Kapitel 4. Goldener Bergzug. Okay, da kümmern wir uns aber beim nächsten Mal. Ich hoffe, es hat Spaß beim Zusehen. Bis dann, euer Zimbelmann. Tschüss.